Was wollen Sie von mir? Du bist ein Psychopath, Eric. Du wirst wieder töten. Wenn sie dich wieder freilassen, dann denk dran, ich warte schon auf dich. Hier ist eine Nachricht von Laurie für dich. Sie ist übers Wochenende bei Kim. Ein Mädchen vom Supermarkt nimmt sie mit. Wenn Sie mich fragen, niemand kann seinem Schmerz entfliehen. Er ist da, wenn Sie sich abends die Zähne putzen und morgens vor dem Frühstück. Im besten Fall kann man auf einen guten Tag hoffen. Wow, du siehst wie ein richtiger College-Junge aus. Das College ist ein Fulltime-Job und vergiss nicht, wer du bist. Hey, Maria. Tut mir leid. Ich wollte nur mitfahren, bis du wieder tanken musst. Hat jemand dazu überredet? Wir haben uns schon mal getroffen. Du warst vor dem Haus meiner Tante. Sieh mich an und denk nach. Tja, es kommt wohl meistens anders, als man denkt. Damals im Gerichtssaal habe ich immer nur gedacht, Gott sei Dank muss ich nicht in den Zeugenstand, weil ich allen die Wahrheit erzählt hätte. Ja, Maria. Maria ist ziemlich verrückt. Nein, nein, bitte nicht festnehmen. Sagen Sie mir nur, wo er ist. Möchten Sie ein R-Gespräch von einer Laurie Cranston annehmen? Der Junge ist weder gewalttätig noch böswillig. Er hat einfach Freude am Töten. Wenn das Leben aus dem Körper weicht, dann genießt er die Intimität des Tötens. Die Zartheit. Sag mir, dass ich hübsch bin. Du bist hübsch. Ich atme noch. Meine Frau sagt gern, es gibt zwei Arten von Menschen. Gar nichts verändert sich. Die einen jagen dem Vergnügen hinterher. Gar nichts. Und die anderen werden vom Schmerz getrieben. Nichts verändert sich! Hör auf! Ah!